Attack on Titan geht wieder mal im vollsten Tempo weiter und mit der 13. Folge demonstriert uns Isayama, in welche Richtung es sich bewegt. Chaos, denn mit Eren, der mit seiner aufgeschlitzten Hand zu Mikasa, Armin und Gabi läuft, demonstriert uns auch genau das. Der Dude, der alles dafür gegeben hat, um seine Freunde und seine Kameraden zu schützen und auch sein Land zu schützen, ist nun der Antagonist, der genau dieses Land politisch spaltet und auch auf alles und seine Kameraden auch scheißt. Er nähert sich im Grunde in derselben Position zu seinen Kameraden, wie er sich auch Reiner genährt, wo er feindselige Absichten gehabt hat. Und tut genau das, was Sieg und Erens Vater Grisha Jäger auch in der Male-Seite gemacht haben mit der revolutionären Fraktion. Genau dasselbe auch bei den Eldias setzt er es durch. Ist irgendwie eine Familienkrankheit anscheinend. Und von alledem kriegt auch Levi mit. Und damit beginnt auch die Folge mit dem Gespräch zwischen Levi und Sieg. Und in dieser Lage haben die auch eine bestimmte Musik im Hintergrund abgespielt. Können wir die bitte abspielen? Dankeschön. Er erzählt von A bis Z, wie überhaupt seine Fähigkeit mit seiner Rückenmarksflüssigkeit funktioniert. Indem er einfach das in Gas umwandeln kann, kann er alle Eldia, die existieren, erstarren lassen, und indem er schreit oder halt Befehle von sich gibt, kann er die zu Titanen verwandeln, ganz einfach ausgedrückt. Und exakt das tut auch eine gewisse Hasssträhne wieder mal auslösen in Levi gegen die hässliche Bartfratze, wie er ihn nennt, damit er dieses Dorf auf eine gewisse Art und Weise auch respektiert und dieses Dorf auch beim Namen nennt, dessen Name ich selber vergessen habe. Monkey. Levi bemerkt auch in diesem Augenblick und realisiert, dass eigentlich alles sich um Eren gedreht hat. All die Opfer, die gefallen sind, Erwin und all der Kram ist nur wegen Eren passiert, weil man ihn als Hoffnungsträger gesehen hat. Fertig mit dir! Und dieser Hoffnungsträger wendet sich jetzt gegen all dem und ist zu einem Mörder geworden. Er hat es in Kauf genommen, Kameraden von sich zu töten für sein Ziel. Was in erster Linie sehr grausam klingt, was dessen Hintergründe wir aber noch wenig kennen. Im Sinne von, wieso er wirklich so viele Opfer auch in Kauf nimmt. Und damit kommen wir auch zu dem Hauptteil dieser Folge, was sich in der Villa abspielt. Wir haben hier erstmal den Bruder Nicole, der die Wut, die sich bei den Attack on Titan Fans angestaut hat, bei Gabi mal kurzerhand auslassen will. Bei dieser Folge fand ich diese zwei Sachen, die ich jetzt nennen werde, sehr beachtlich. Und zwar zum einen der Vater von Sascha Braus, so die Familie von ihm, und zum anderen auch Nicole an sich. Nicole war eigentlich ein Dude, der in den Krieg aufgezwungen wurde, der es auch da in diesem Moment zugegeben hat, dass er sich von diesem Krieg dadurch befreien konnte und damit auch seine wirkliche Lebensaufgabe gefunden hatte, Leuten eine Freude zu machen durch das Kochen. Was seine Lebensaufgabe ist, so für ihn. Und genau diese Lebensaufgabe hat er entdecken können durch eine Sascha. Und er war auch die Person, eine wichtige Person, eine Marley-Person, die in der Lage war, eine Schnittstelle zu bilden. Er als Marley hat sich inspirieren lassen von einer Eldia und mochte auch so eine Eldiarin in diesem Sinne. Ist auch traurig und bereit, eine Angehörige so von seiner Seite zu ermorden, eine Gabi. Aber genau diese Schnittstelle, von der ich gerade gesprochen habe, kann sehr einfach durch negative Emotionen, die sich anstauen, ganz easy gebrochen werden. Das sehen wir hier ganz klar. Und zwar merkt er auch im Nachhinein, dass er einen eigentlich was Falsches tut und ein Kind ermorden wollte, so grob und oberflächlich betrachtet. Auf das Racheakt von Gabi wollte er quasi mit Rache antworten, was falsch ist. Was hier aber auch dieses kurzschlussartige Denken wieder mal so zeigt. So in dieser emotional geladenen, wutentbrannten, traurigen Phase, wo er sich befand, oder in diesem Moment, in diesem Augenblick, war er bereit, diese ganzen moralischen Sachen, die er verstand, einfach aufzuwerfen, um sich zu rächen, wegen der Person, die er sehr gemocht hat. Im Nachhinein betrachtet bereut er es und findet die Entscheidung auch falsch. Aufgeweckt wurde er dann von Saschas Vater, der wie wir einfach außenstehend die Sache betrachtet und sagt, Digga, warum tötet ihr euch, verdammt? Fertig mit dir! Das ist wie so eine Uno-Reverse-Karte, Digga, die immer wieder nachgereicht wird. Mal tötet man den einen, dann den anderen, dann wiederum den anderen, und das ist so ein endlicher Kreislauf, der durch solche Leute wie Saschas Vater überhaupt gebrochen werden kann. Wenn man die Sache nüchtern betrachtet, nicht an der Vergangenheit hängt und so weiter, was einfacher gesagt ist als getan, ist ja klar, aber darauf kommt es halt auch an. Wie auch anfangs erwähnt, ist diese Folge eigentlich nur interessant wegen dem Part, wo Eren erscheint, der dann wiederum feindselig sich seinen engsten Kollegen, die er um jeden Preis retten wollte, nähert und trifft dabei auch die Parallelschwester von sich, Gabi, ja genau. Aber nähert sich genau, wie ich es auch am Anfang gesagt habe, wie er sich auch Reiner genähert hat.
auf eine gewisse Art und Weise bedrohend mit seiner Armee in Anführungsstrichen und ist hier ganz klar in der Pose eines Antagonisten. Und dieser legendäre Gespräch sollte jetzt auch stattfinden, was die rausgekattet haben. Das ist so im Grunde das Interessante gewesen bei dieser Folge, wo man auch natürlich auf eine Reaktion von Levi gespannt ist, was man bei den nächsten Folgen erwarten könnte eventuell. Und... Tisch mit dir! Genau, das soll es auch gewesen sein, Friends, mit dieser Folge und dieser Review für heute. Wir sehen uns nächste Woche wieder und bei den Folgen, die wiederum interessanter werden, wird es auf jeden Fall krasser und bessere Reviews geben. Abonniert diesen Kanal, liked das Video. Wir sehen uns. Bye, bye.